Da. Ihr da oben! Macht das Tor auf und lasst uns rein! Oberzöllner Taschmann, schaut doch mal! Da brüllt so eine halbe Portion nach Einlass. Halbe Portion? Beim Warte Angrosch, dich werd ich lehren, du Hund! Taschmann! Wie willst du uns lehren? Schließ das Tor! Zöllner Ugo, übe mal mit deiner Armbrust. Das hätte ins Auge gehen können. Ihr feigen Hunde! Kommt und kämpft wie Männer! So einen Spaß bekommen wir selten geboten. Schaut nur, er hat schon einen ganz roten Kopf, der Kleine. Gleich platzt er. Wir müssen ihm einen Grund geben, um runterzukommen. Komm, wir machen Kleinholz aus ihren Waren. Tja, mal sehen, wie ihnen das schmeckt. Na los, hauen wir ein paar von ihren Fässern da kaputt. Was? Vielleicht wird das ihnen Beine machen. Zwei, what? What? Zwei W plus, warum macht er das? Das ist doch insane. Ey, what the fuck? Warum macht das zwei W sechs? Zwei W sechs? Was hat denn Fokre mit der Axt gemacht? Ist die aus Adamant oder was? ja, ich weiß nicht. Ich bin gerade irgendwie fassungslos. Also, ganz ehrlich. Ja? Mit was ist denn Feieres sonst eigentlich so? Nur Fechtwaffen könnte ich sie eigentlich nur verbessern. Aber da kommt sie maximal auf 6, ne? Bei Dolchen wird sie wahrscheinlich maximal 6, ne? Okay. Säbel! Die ist die Frau mit dem Säbel. Am Ende. Was investiere ich dann? Ne? Wildniskunde. Ich will davon eigentlich jetzt nicht großartig was hoch, auch bei Selbstbeherrschung gegen Wunden. Ganz praktisch Leben auch noch ein bisschen. Lassen wir mal so. Und bei ihr, Selbstbeherrschung, ganz wichtig, muss hoch. Das muss hoch. Sie ist noch Stufe 2. Okay. Na? Schießt er mit seiner Armbrust eigentlich? Bei den Fällen. Was? Stopp! Ja, was hat Vorgrom gesagt? Na, bei den Fässern Xorlosch, das ist Teles Ferdocker. Was für eine elende Verschwendung. Das kann doch nicht kommen. Aber wollt ihr wirklich, dass wir herunterkommen? Hey, zurück auf eure Posten. Das Tor bleibt zu, ihr Idioten. Ja, kommt doch. Unser Bier. Was werdet ihr bereuen? Ei. Armer Trutz. Gelizarius. Wenn sie mal blitzen würde, ne? Die haben 45 Leben, okay. Ich glaube, normal hätten die, oder auf leicht hätten die, glaube ich, mal 30 oder so. Ich hätte es ihr eigentlich vielleicht eher einen Speer gegeben.
Aber wenn Fyris mehr auf Dolche ist, dann ne, ja, bin ich auch Fan damit. Ne? Ja, sie kann halt Speere gar nicht viel nutzen. Ich könnte ihr auch Schwerter geben, natürlich. Mit meinem Schwert ist es halt ganz praktisch. Dann lernen die das ja eh. Also für den Anfang ist das echt stark. Stehen bleiben! Im Namen des Kommandanten, ihr seid verhaftet. Wegen tätlichem Angriff auf... Das Bier. Was rasselst du da, Groschim? Wegen tätlichem Angriff? Eure Schergen haben uns zuerst angegriffen. Wir wollten nur mal euren Kommandanten ein paar Fragen stellen. Ihr wolltet was? Ich verstehe. Männer, das sind die, vor denen man uns gewarnt hat. Macht kurzen Prozess mit ihnen. Ihr wurdet gewarnt? Was meint ihr damit? Es hat sich herumgesprochen, dass in Nadoret ein paar Gestalten ihre Nasen in Dinge gesteckt haben, die sie nichts angehen. Und dass sie wohl bald hier auftauchen würden. Aber wir sind vorbereitet. Los, Männer! Auf den Hof ausschwärmen und auf sie! Gebt kein Pardon! Okay, ja, habe ich auch kein Problem mit. Jetzt bin ich quasi Stufe 4. Jetzt wird erstmal hier Schwerter noch verbessert. Und damit ich da einmal besser bin. Oh, Pflanzenkunde kann ich auch gleich hochballern. Was machen wir denn? Ja. Wer davon sieht mir am gefährlichsten aus, ne? Der könnte... Na, der hat 39. Machen wir mal. Ei. Komm, Fyris, du schießt mir auch auf den. Okay, schieß einfach direkt daneben. Na, Fyris, schieß auf die... Weiche! Der hat jetzt natürlich einen Malus, weil sie im Nahkampf ist. Na, ich muss den Typen hier eigentlich weghauen. Ja. Achtung! Damit kommt sie echt ganz gut weg. Ja. Wollen sich denn noch ihre Prügel abholen? Es werden immer mehr. Wir müssen verhindern, dass sie weiter auf den Hof strömen können. Ja. Das Skelett macht sich mal lang. Ja? Sanyasa! Hätte ich nur eine Kampffähigkeit, ne? Eine Finte wäre halt gut gewesen. Was? 20. Wie viele von den Kerlen wollen sich dann noch ihre Prügel abholen? Wir müssen verhindern, dass sie weiter auf den Hof kommen können. Oh Mist, das habe ich keine... Nicht mehr genug, um das Skelett zu casten. Ja. So. Angriff! Wie viele von den Kerlen wollen sich dann noch ihre Prügel abholen? Wir müssen verhindern, dass sie weiter auf den Hof kommen können. Ha! Was? Wo ist denn das andere? Ah, da oben. Au. Die machen echt wenig Schaden eigentlich. Wunden. Wie viele von den Kerlen wollen sich denn noch ihre Prügel abholen? Ei? Wir müssen verhindern, dass sie weiter auf den Hof kommen können. Weiche! Habe ich noch einen Bärsaft? Ich habe einen Bärsaft, nice.
Los, Männer! Schwert aus! Packt sie! Oh. Ha! Oh. Ja? War ihr! Achtung! Doppelpfeil! Ja. Ja! Los, das Tor auf und nun raus mit euch! Nun macht sie doch endlich wieder! Kann ich erstmal looten? Ja, die Pfeile, die gehen dann alle an Feiris. Hatten davon nicht einige auch Feuerpfeile eigentlich gehabt? Ich glaube, es wird ein gepanzertes Skelett. Ja! So ein Skelett. Das ist sehr gut. Oh Gott, Feiris. Feiris wird stark bedrängt. Säbel. Ei. Sanyasa. Sterben. Ach, fuck. Ja, von denen ist eigentlich gut im. Ja. Die alle haben irgendwie, aber Feiris ist die einzige, die so wirklich. Die es kann. Du bist der neue Wound Searcherer. Hier. Balsam Salabunde. Und weg ist die Wunde! Wenigstens die Heavy, die schwere Wunde weg. Okay. Ja. Armer Trutz. Okay. Das ist schon mal. Lief schon mal eigentlich ziemlich gut. Oh, habe ich ganz schön viele weggehauen. Na, da geht's dann weiter. Zwing die jetzt da drüben rauszukommen. Ei. Okay, er muss sie gegen ihn kämpfen. Ja. Und schieße ich auch noch mit dem Kugelblitz auf die. Ha!
So, der Weg des meisten Widerstands. Wenn du so einen billigen Silberring. Was? Ja. Na gut, das nächste Skelett läuft ja dann einfach außen rum. War ihr! Na? Tja, dieser feige Hund fliegt schon wieder! Ei? Was? Na! Mit meinem Skelett. Das hat kein Ziel. Bei Angriff Spaß! Was? Achtung! Da hat nur einer getroffen. Naja, sie greift die Barrikade schon an. Na? Der Vorgang hat Probleme mit dem Dude hier. Ja? War ihr? Ja? Balsam Salabunde. Hat sie eigentlich noch Pfeile? 24, ne? Das ist ein bisschen wenig. Kriegt sie mal die 11. Die kriegt sie vielleicht auch gleich aus, wenn sie gut ist. Ah, ne, sie hat dann gleich die 100. Okay. Sie legt die anderen dann einfach nach. Und vollen Köcher, schmeißt du den leeren Köcher weg, nimmt dann so diesen anderen angeschlagenen Köcher einfach auf. Oh hey. Das ist eine Handwerkskiste. Ich meine, wenn ich mit Kuano gehe, ich weiß nicht, ob ich mich dann noch über die... Ich glaube, über die Zinnen schleiche ich mich dann schon noch. Mit ihm. Weiß nicht, ob ich sie im Nachhinein kann. Aber man findet da schon ein paar Sachen. Ach, da sind noch mehr. Was? Dann nochmal neuen Armatrutz drauf. Neues Skelett. Was? Komm, Vorgrim. Mach die kaputt. Ja. War ihr. Ja. Du stehst halt direkt vor der Barrikade. Ha. Bam. Oh. Das Skelett ist gut. Das kann ein paar Tricks. Am besten auf die schießen, die keinen Schild haben. Weil die mit dem Schild haben einen Doppelbonus.
Oh, da hat Vorgang aber eingesteckt jetzt bei dem. Da schützt ihm auch kein Schild. Nein, Vorgrim! Ai? Sanyasa! Achtung! Komm, Bayeris, hilf dem Skelett mal. Hat die echt Kampfzauber? Na, nur blitzig. Hilfreiche Tatze hat sie, okay. Der bringt mir aber jetzt nichts, weil das Skelett ist halt in dem Punkt besser. Weil Skelett halt kann, also die hilfreiche Kretatze kann nicht umgeworfen werden. Die kann aber durch Wunden sterben, was halt sehr unpraktisch ist. Weil bei so Gegnern, die halt wirklich auf solche Sachen eben teilweise ausgelegt sind, ist es halt nicht wirklich praktisch, ja. Bam! Und den trifft die so schnell nicht. Wobei, komm, blitz dich, Find. Habe ich noch ein paar Punkte? Ich habe ein paar Punkte. Komm, hier. Blitz dich, Find auf 5. Er ist auf 6. Triff einmal. Nice. Was? Na, ich hoffe, sie kann den treffen. So. Naja, ist gut. Sie schickt von unten, Skelett von oben. No one gets spared. Dann am Ende nicht mehr so viel auf der Mauer. So. Ich habe selber auch noch einen Balsam Salabunde eigentlich. Den kann ich damit draufpacken. Den hau ich auch mal auf 5. Weil bei mir regenerieren halt die ASP wenigstens schneller als bei Fyris. Aber sie hat auch nicht so viele... Sie hat aber nicht so viele Kampfzauber wie ich, ne? Das ist, glaube ich, mal ein bisschen einfacher dann. Balsam Salabunde. Blauem Purum wäre halt recht praktisch. Den könnte ich auch noch nehmen. Ich werde mit dem Balsam halt keine Wunden heilen, also habe ich nicht vor, Wunden zu heilen. Oh. Du bist Rattenfänger. Ihr seid Ratten. Befehl vom Oberzollmann. Oh, okay. Was ist denn das für ein halber Ohr? Bei Angriff! Ah, ja. Das ist doch viel zu tupf, um uns aufzuhalten. Sanyasa! Lächerlich. Ja, das ist der Rattenfänger. Ja. Angriff! Maler natürlich den im Untergrund eigentlich. Er hat nur 50 Leben. Ja? Ha! Hm? Bei Angriff schwarz! Oh, er brennt gar nicht. Das Skelett ist eigentlich nur tot, weil es Zeit abgelaufen ist. Komm, neues Skelett hinterher. Was? Was? War ihr? Au.
Bei Andor Schrammer. Das Scheusal hier wird keinen Ärger mehr machen. Dass diese Kreatur sich hier aufhielt, zeigt nur, wie verdorben dieser Ort ist. Irgendetwas stimmt hier ganz und gar nicht. Was? Bei Angriff spart! Ei? Achtung! Jeder schießt auf den anderen. Hm? Angriff! Ja! Ei! Wow! Ja? Fingergun! Na los, Männer! Ihr wollt doch nicht den Zaun des Kommandanten heraufbeschwören! Tötet sie endlich! Freaky Fingergun! Bam bam! Der Zoll ist nicht genug. Da habe ich schon, ja. Ist da oben eigentlich was? Ah, da hinten ist eine alte Kiste. Sprich, eine schäbige Kiste. Ist der Ardo? Oder war es Guano? Erstmal gespeichert. Hey, ihr da! Kommt mal her! Ihr seid wirklich beharrlich. Vielleicht ist es an der Zeit, mit euch zu verhandeln. Okay, klar, immer. Ihr Mordbuben wollt verhandeln? Macht das Tor auf! Dann könnt ihr mit meiner Axt verhandeln. Ich werde das Tor nur öffnen, wenn ihr versprecht, mir ruhig in den nächsten Hof zu folgen. Dort können wir die Angelegenheit klären. Da steht eine Balliste. Das weiß ich noch. Ich traue dem Kerl kein Stück, das sage ich dir. Aber wenn er uns dafür das Tor aufmacht, bin ich bereit, in seine Falle zu tappen. Wir sind bereit zu verhandeln. Will ich sehen, ob eure Männer nicht noch etwas Nützliches bei sich Glaubt tragen. Glaubt nicht, dass es einen anderen Weg als durch dieses Tor gibt. Bereit zu verhandeln. Glaubt. Ah, okay. Das ist dieser Weg. Find mal Honig. Bereit? Sehr gut. Folgt mir auf den Exerzierplatz. Der Kommandant kommt auch gleich. Alles wird gut werden. Will das Fass machen. So, du Hund. Sprich, bevor ich dafür sorge, dass du in Eisen gelegt wirst. Was? Oh. Ein wirklich Was wird hier gespielt? Spiel. Drei Trottel folgen mir in den Hof zu ihrer eigenen Hinrichtung. Mir ist irgendwie die Lust zum Reden vergangen. Was? Ich wusste, du würdest uns verraten. Es ist doch immer wieder schön, wenn man von einem Verräter nicht enttäuscht wird. Du müsst ein wirklicher Idiot sein, wenn ihr glaubt, wir hätten nicht mit Verrat gerechnet. Und warum die Sache mit der Axt regeln? Halte dein Versprechen zu verhandeln. Oder ich setz dir ein Ende, du Oberzöllner.
Ihr verkennt die Lage. Seht euch um, ihr sitzt in der Falle. Wir haben doch irgendwo eine Balliste. Ey, Schleicher! Hilf mir mal! Bogenschützen! Haltet den Kerl auf! Du kurzsichtiger Zwerg! Wie soll ich dir helfen, wenn die mich hier festnageln? Auch für euch hier unten habe ich noch eine Überraschung. Gut, Kurzer, das könnte funktionieren. Zielt auf den Zwerg! Spannt! Ich sitze hier fest. Ihr müsst mir diese Schieß! Bogenschützen vom Hals schaffen. Ja. Spannt! Schießt! Ja, gut gemacht. Spannt! Schießt! Und wieder vorbei, ihr Stümper! Spannt! Ich komme hier nicht weiter! Schießt! Kümmert euch um die... Ja, gut gemacht. Spannt! Da habt ihr wohl eins eurer Türmchen erwischt! Schießt! Perfekt, da sind noch mehr von den Kerlen! Los, beeilt euch! Spannt! Schießt! Ja, gut gemacht! Zielt ja, auf die Elfe! Verleitet sie weiter auf die Türme Spannt. Zu schießen! Spannt! Ei? Schießt! Und wieder vorbei, ihr Stümper! Ich komme hier nicht Spannt. Weiter! Spannt! Kümmert euch um die Bogenschützen! Schießt! Ja, gut gemacht! Spannt. So können wir die Bogenschützen ausschalten! Schießt! Wir haben es fast geschafft! Dort hinten ist das Torhaus! Was? Spannt! Schießt! Ja, gut gemacht! Los, beeilt euch! Spannt! Schießt! Das sind keine Türme mehr. Ah. Jetzt hauen sie ab. Ja. Kangroscha. Das war mal wieder ein rechter Kampf. Gut, dass ihr Gigrim nicht alle solche Hasenfüße seid, wie dieser Schleicher da oben.